Bisschen schwachsinnig, aber okay. Ja. Ach, ich kann meine Brustpanzerung upgraden. Ja, kann ich auch. Die Menge an Impulsgewehrmunition. Ja, hab ich auch. Toll, bringt mir gar nichts, dann behalte ich den Scheiß lieber. Bringt mir doch nichts, ey. Ich benutze kein Impulsgewehr. Ich hab. Und die Schrot ist noch ein neues Automatikgewehr. Hm, nett. Kann zerstört werden. Zack. Jetzt habe ich einen Impuls, einen Scout und ein Automatikgewehr. Irgendwas leuchtet hier beim Equip. Ach, das da. So, ich bin soweit fertig. Du auch? Moment. Fertig. Gut. Nochmal schnell zum Turm, oder? Ja, machen wir ja nach jeder Mission. Oh. Hey, jetzt habe ich 15 Grimoire-Punkte mehr als du. Ja, du bekommst auch irgendwie mehr Scheiße momentan. Tja, tja. Ich bin halt besser. Oder so. Nee, keine Ahnung. Du hast mehr Glück. Ja. Oder ich habe mehr Pech. Oder Terrence klaut mir wieder alle Geschenke. Natürlich. Oder Adrian. Wo war das mit Adrian? Weiß ich nicht. In irgendeinem Spiel war das. Ich kenne nur Leroy Jenkins. Nein, das hatte ich mit Pascal und Daniel. Mhm. Glaube ich. Da haben wir irgendwas gespielt und Adrian war immer meine Nemesis. Achso. Ey, das war auf LAN, als wir Counter-Strike gespielt hatten. Ach ja. Mit dem Boss. Adrian hat mich immer abgeknallt. Und dann habe ich ihn immer abgeknallt. Ach ja, diese blöde LAN. Adrian! Oh, war witzig. Ja. Und voll dumm. Ja, das sowieso. Aber so sind wir ja. Hm. Also voll witzig, nicht voll dumm. So, hier haben wir Arbeit für Hüter. Beutezüge verfügbar. Yay, irgendwie zeigt ihr mir gerade nichts an. Oh ja, kein einziger Bot da. Kein einziger Charakter ist da. Hm. Das klingt nach einem Ladefehler. Yeah. Ja, bei mir ist auch gehende. Jetzt kommen gerade Leute. Da bist du. Oh mein Gott, sie wurden alle herteleportiert. Ja. Wir nehmen nur die PvE-Dinger an, ne? Nicht ja, PvP. Natürlich. Hey, Bro. Schließe 6 Patrouillenmissionen. Das ist eh alles nur PvE, oder nicht? Nee, die roten sind PvP. Ja, ich habe keine roten. Dann 200 Sensormilben. So. Ich habe Blutvergießen, Relikte Kosmodrom und Blutvergießen. Nee, patrouilliere ja. Das Kosmodrom. Relikte, Ernte, Kacke und Blutvergießen, Scheiß. Er hat ach. Bei mir übrigens gerade. So. Das waren die einzigen, die er mir groß angezeigt hat. Die roten. Ja. Ja, gut. Passt. Ansonsten ist hier noch irgendwas grün? Nö. Ich bin fertig. Ich guck mir nochmal kurz Blumen an. Hier ist nämlich eine Blume. Wobei, ich guck mir nochmal Symbole an. Ach ja. Warte, hat die Schlampe hier jetzt eigentlich was mit Spezialaufträgen? Spezialauftrag. Achso, wenn du irgendwie ein Abzeichen oder so hast, geh zu der mit den Spezialaufträgen hin. Mhm. Kannst sie dir holen. Abzeichen. Ja. Ja, das Entdecker-Abzeichen kannst du dir da holen mit einem anderen Charakter. Damit du die immer wieder wiederholen kannst. Ah. Ha. Okay, keine Ahnung. Hier unten kann man sich aber auch Abzeichen kaufen und die sind viel geiler. Ja. Und die verkauft auch eben auch noch Farbsets und das finde ich ist eine geile Sache. Shader, dass man halt seine Rüstung umfärben kann, wenn die einem nicht gefällt. Hm. Oh, die glaube ich, hole ich mir sogar gleich, die eine hier. Ja klar, das ist auch das Symbol des Wolfes, kann ich mir nicht leisten, ich bin auch nicht blöd. Ich glaube, ich hole mir Cassie heute. Das sieht richtig geil aus. Na. Ach, das da. Ach so, okay. Ich hole mir Cassie heute jetzt. Nö, kein Bock. Wobei, nee, ich hole mir nichts, das ist so sündhaft teuer. Ich habe gerade auf den Preis geguckt. Nee, sicher nicht. Okay, wir können wieder Mission. Okay, to the orbit. Also bekommst du so eine... Ich glaube, auch so eine Dinger bekommst du. Achtung, kontaktiert Destiny-Server. Zeigt der dir das auch unten an? Eben nicht, glaube ich.
glaube, er hat kurze Probleme mit der Server Connection. Kann aber auch einfach daran liegen, dass Destiny jetzt momentan von allen gespielt wird. Tja, dafür haben wir aber jetzt relativ wenig Leute getroffen bis jetzt, oder? Eben in der City war bei mir ein ganzer Menschenmob. Ja, Mensch. Ich würde sagen, die City war voll. Gut, Erde. Das da. Okay. Auch interessant. Wie wir nochmal woanders hingehen müssen. Ach, wir könnten schon in die Höhle der Teufel gehen, aber das machen wir natürlich nicht. Nein, besser nicht. Level 4 Story, Level 5 Story. So. Level 5 oder Level 7? Nein, wir machen jetzt. Ich glaube, das ist vorbei mit dem Spielen auch schwer. Ja. Das ist dann später zum Questen, zum Leveln, zum was auch immer. Ja, wenn man es nochmal spielt. Genau. Falls man High-End equipped, wenn man dann genau. Level 20 ist, spielt man nochmal alles auf Legendär. Wetten, das gibt auch irgendeine Trophy. Wahrscheinlich, ja. Spiele alle Missionen auf schwer oder legendär durch. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Wow. Awesome. Ja, anders gesagt, looten und leveln. Looten und leveln. Ich vergesse den Text immer. Ich kenne den. Also ich kenne das Lied auch, aber ich kenne den Text überhaupt nicht. Ich weiß nur, looten und leveln. Da vorne haben wir Gegner. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Bitch. Baban. Ich fänd's. Achso, du bist schon wieder aufgestiegen. Ich fänd's irgendwie besser, wenn man hier sozusagen immer in der gleichen Welt wäre. Auch mit den gleichen Gegnern hier. Ne, weil jetzt sind die halt Stufe 5. Du bist weg. Ach, da bin vorne. Schon vorgefahren. Ja, bei mir hast du dich nicht bewegt. wenn man. Bei mir bewegst du dich nicht. Tja, das sind. Bei mir bist du gegen Berg gefahren. Das sind einfach awesome Lags of Doom. Ah, jetzt bist du da vorne. Wie gesagt, ich fände es irgendwie besser, wenn man hier den. Die. Immer auf der gleichen Welt wäre, weißt du? Immer in der gleichen Map. Immer in der gleichen Map, genau. Und dann hat man halt immer die gleichen Gegner. Und dass du einfach nur in andere Gebiete der Gegner. Der Map gehst. Oder andere Gegner sind. Und wenn man dann irgendwo einen Boss hinbaut, sozusagen, nein, kann man das ja machen mit instanziert. Wieder durch diese Schabrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Die Tür war eh bei mir noch zu und plötzlich poppt sie so bei auf. Plötzlich popp auf. Oh. Bei mir auch. Auch schön. Das war ein Ladefehler, wir sind ihm zu schnell durch. Ich glaube allgemein, wir sind dem Spiel zum einen zu schnell, zum anderen haben wir. Witzig, wenn wir die Gegner jetzt um uns herum aufploppen. Huch, was ist denn los? Hallo? Bei mir bist du eben hinter mir stehen geblieben. Mach ich immer. Kleine Connection-Probleme. Klein. Die Server sind, glaube ich, überlastet. Ja, so ein Ticken. Wer entscheidet eigentlich, welche. Mit welcher Konsole oder allgemein man Dings Exklusivverträge hat. Der Publisher oder der Entwickler? Weil eigentlich ja eher der Publisher. Ich glaube, das ist der Publisher, ja. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ist besonders bei Activision halt, ich meine, Destiny hat ja, wie gesagt, was ist jetzt? Was? Bei mir ist es schwarz. Oh, Fehler, ich wurde vom Dings-Server getrennt. Ja, ist bei mir aber auch gerade irgendwie bei mir weg. Server abgespielt. Geil! Ich würde sagen, das ist ein jähes Ende. Ja. Oder?
Das ist, glaube ich, ja, so ein bisschen. Nutzen wir das für die erste Aufnahme, ja, als Ende? Genau. Schalte ich mal eben um. Ups, nicht auf AV. Ich mach einmal nochmal aus und an, aber ich werde jetzt nicht groß als ich zocken. Ich gehe an meinen Turm, um da meine Sachen nochmal abzuholen. Ich muss mich ja neu anmelden. Ich nicht. Ich bin nur in Orbit geflogen. Ups. Ja, nein. Ich bin auch nur in Orbit geflogen, aber ich muss mal meine Sachen, die ich geholt bekommen habe von Destiny, dafür muss ich neu starten. Ach so, ja. Ich gehe nochmal schnell in den Turm, mal schauen, ob da irgendwas ist. Ich nehme das ja hier auf. Scheuert so ein Scheiß, ey. Ordentlich Server. Pass auf, die haben nicht damit gerechnet. Wobei, das kann man nicht sagen. So viele. Auf der Packung steht 100, ne? Über 180 Preise und Nominierung. Nominierung kleingeschrieben. Das sind die echt so geil. 180 Preise und so ganz klein. Nominierung. Ja, wahrscheinlich sind sie 179 mal nominiert und 180 einmal ausgezeichnet worden oder so. Ja, genau. Nein, ich finde, dass eigentlich mussten die erwartet haben, dass so viele Leute dieses Spiel sich holen. Er meldet mich jetzt auch 400 Jahre an. Die Server von denen sind abgestürzt. Nö, meiner nicht. Ich bin noch drauf. Ja, nein, du bist auch drin. Ich war auch noch drin. Aber das heißt nicht, dass du nicht mit den Servern verbunden bist. Ach so. Vorbereitung erfolgt. Okay, kann sein, dass die Server auch gerade einfach nur am Krepieren sind. Ich glaube, die sind gerade mega am Krepieren. Pass auf, die haben momentan noch einen allgemeinen Server für USA und so. Ja. Und so wie das Spiel angepriesen wurde, müssen die irgendwie ein bisschen splitten. Oh, das ist alle. Mensch, so. Das war aber auch bei Halo immer, auch früher so, dass du immer einen allgemeinen Server hattest. Du hast immer mit den Amis zusammengespielt, wenn du online warst. Wer will denn das? Was cool war, so habe ich ganz. Wer will denn sowas? War cool, du hast mit der ganzen Welt zusammengespielt, so habe ich ganz viele Amerikaner kennengelernt und aus irgendeinem Grund rassistische Südkoreaner. Was ich seltsam finde. Aber. Naja. Eigentlich sind doch cool. Die Nordkoreaner die schlimm. Mit Kim Jong und so. Die Südkoreaner waren aber angepisst, weil mein Kumpel und ich haben sie bei Halo Reach ganz schön nass gemacht und dann haben sie uns als scheiß Nazis bezeichnet, weil wir halt Deutsche sind. Ja, die können auch ganz schön rassistisch sein. Ach, man ist doch nicht rassistisch, wenn man deutsche Nazis nennt. Das ist doch allseits bekannt, dass jeder deutsche Nazi ist. Ton, ne? Ja, ist doch allseits bekannt, dass jeder Deutsche ist ein Nazi. Ja. Ganz klar. Wir gehen jeden Tag, stehen jeden Tag auf, recken unseren rechten Arm gen Himmel und sagen die magischen Worte. Guten Morgen. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. Und dann wandern wir mit erhobenem Arm zu unserem Kleiderschrank und stellen fest, der Arm ist eingeschlafen und eine Schwellung in der Schulter verhindert, dass wir ihn senken können. Ja. Außerdem ziehen wir dann unser bestes braune Hemd an. Ja. Wir haben halt seit 2 Wochen nicht mehr gewaschen, dann sehen weiße Hemden so aus. Genau. Dann steigen wir in den Reichsbus. Nein, das passt nicht. Ich war heute in Berlin, ne? Da gibt's die Reichsstraße. Und geiler ist Onkel Tom Straße. Läuft. Ja, das ist nach einem Roman aus den USA. Der heißt Onkel Toms Haus. Es gibt dort auch den Bahnhof Onkel Toms Haus. Ah ja. Das ist. Finde ich cool. Schön. Wow, ich habe überhaupt nichts, die ganzen Codes bekommen. Geil! Ich guck mir gleich auf der Seite an, was diese scheiß Grimoire-Karten bringen. Oh. Gut, ich bin noch beim Aufnehmen, also insofern war es das jetzt mit der ersten Aufnahme. Ja, weil Bungie ein bisschen Scheiße gebaut hat. Ja, nee, Activision stellt die Server normalerweise. Ach so, Activision hat Scheiße gebaut. Naja, gut, dann würde ich sagen, das war's, die erste Aufnahme. Wir sind jetzt bei 1 Stunde, ein Dreiviertelstunden, ja, es geht doch. Ja. Dann würde ich sagen, das war's, bis zur nächsten Aufnahme, sagt der Merc und... Bis dann, ne? Auch der Tello. Genau. Ich mag es nicht, in der dritten Person von mir zu reden. Ja, egal. Bis denn. Tschüss.